Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das ist eine Art Spezialvideo. Wir sind mitten im Wald drin und von der Straße ausgehend wird das hier immer wilder und düsterer oder sowas. Ja, hier soll ein Wohnhaus drin stehen und das wollen wir uns doch mal gemeinsam anschauen. Ja, und ich wünsche euch jetzt mit dem Video viel Spaß. Also jetzt geht es erstmal hier so einen Pfad entlang, richtig ins Dunkle hinein. Überall links und rechts sind so abgestorbene Bäume, die hier so kreuz und quer liegen. Wir haben eigentlich schon eine Woche früher herkommen wollen, aber naja, die Bäume hier, die sehen alle so ungesichert aus. Und wir hatten ja so einen gewissen Sturm und sowas. Hier seht ihr das mal. Da ist einfach so ein Baum umgeknickt. Da liegt er einfach so mitten auf dem Weg. Also wenn das passiert, wenn du hier gerade langläufst, keine gute Idee. Muss man nicht ausprobieren. Ne? Ja, weiter geht's. Oh, meine Güte. Schaut euch mal den Baum hier an. Der liegt hier quer rüber. Ja. Es wird wirklich immer wilder. Aha, hier haben wir so eine Art Gartenzaun. Ach, hier ist das Haus. Das hat man gar nicht gesehen durch dieses ganze Gestrüpp, was hier draußen sich ausgesät und vervielfältigt hat quasi. Ah, okay. Also das ist wohl so eine Art Veranda oder sowas. Da ist auch noch eine Bank. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass man von hier aus tatsächlich bestimmt mal einen schönen Blick gehabt haben muss. Ich glaube, das ist die Richtung, in der die Sonne mal aufging. Also das tut sie natürlich jetzt immer noch. Aber man kann wohl mittlerweile nichts mehr sehen, weil das alles hier voll zugewuchert ist. Tja, aber wie kommen wir jetzt nun hinein? Anscheinend müssen wir einfach mal um das Gebäude herumgehen. Oh, das sind hier Dornen. Eieiei. Anscheinend ist hier schon so eine Art Pfad entstanden durch andere Besucher. Ein Tisch und ein weiteres verplattetes Fenster. Oh, und schaut mal, eine offenstehende Tür. Die habe ich gar nicht gesehen, dadurch, dass das hier alles wirklich so zugewuchert ist. Ja, dann schauen wir doch mal hinein. Oh, wie sieht das denn hier aus? Du liebe Güte! Also eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Der natürliche Verfall ist hier richtig, richtig am Arbeiten. Also das ganze Zeug, was hier auf dem Boden liegt, das ganze Weiße, das ist alles von der Decke runtergekommen. Und die Tapeten lösen sich, Schimmel hat sich hier ausgesät. Also das erstmal grundsätzlich zur Substanz des Hauses. Und der natürliche Verfall gibt dann auch solche Kabel dann wieder frei, die eigentlich meiner Wand verbaut waren. Aber kommen wir erst einmal zu dem ersten Raum, der hier gleich anschließt, an die Eingangstür. Also ich glaube, da muss man nicht besonders viel zu sagen. Ein Kühlschrank ist zu sehen, ein Tisch und jede Menge Fliesen mit so einem Mühlenmotiv. Teilweise auch schon abgefallen und da sehe ich auch noch einen Wasseranschluss anscheinend. Ja, ganz offensichtlich ein Wasseranschluss. Also hier oben für den Hahn und da unten dann auch gleichzeitig der Ablauf. Und man sieht ja also hier noch Überreste von der eigentlichen Küchenthematik. So eine Glasplatte, die dann sicherlich in diesen Kühlschrank mal reingehörte, der hier irgendwie umgekippt steht. Ansonsten haben wir noch so ein paar Schubladen, Platten und dann auch noch sowas hier in der Ecke, so eine Art kleines Regal für Deko oder sowas ähnliches. Die Fliesen auf dem Boden finde ich tatsächlich sehr originell. Die sind nicht aus Keramik, sondern die sind aus so einer Art Linoleum oder wie man das nennt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So, wieder zurück in den Eingangsbereich. Da gehen wir später hoch, genauso wie wir auch später da runter gehen. Wir schauen uns aber jetzt erst einmal in diesem Bereich weiter um. Wow. Ja, wow. Erstmal wegen dem ganzen Chaos, was hier so kreuz und quer die Wege versperrt. Aber auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist anscheinend ein Wohnzimmer gewesen. Hier drüben haben wir mal etwas, was uns so ein bisschen Aufschluss über das Alter des Gebäudes gibt oder wann hier mal jemand drinne gelebt haben könnte. Ein Telefonbuch von 1989.
Ja, und wenn man dann mal genauer auf diesen ganzen Unrat schaut, dann sieht man auch mal ein paar andere Dinge, wie eine Zeitschrift für 6,50 Mark von 1994. Also das ist wirklich schon so ein bisschen surreal, oder? Ein Haus mitten im Wald. Ich meine, ihr habt den Weg hierhin ein bisschen mitbekommen. Und dann steht einfach hier dieses Gebäude. Hier hat auch mal jemand drin gewohnt, logischerweise. Und das ist alles schon sehr, sehr alt irgendwie. Also es ist echt spannend. Hier an diesen Raum grenzt dann auch gleich noch ein weiterer an. Zu einer Sitzgelegenheit. Ich bin echt hier ziemlich angespannt. Denn, ja, ich weiß nicht, so dieser verplattete Zustand und dann stehen hier einfach, wie hier zum Beispiel, eine weitere Tür offen. Und dann weiß ich nicht, man weiß ja nicht, ob hier vielleicht nur irgendjemand drinne wohnt oder haust vielmehr. Also, naja, was kann man sagen? Also jetzt hier in diesem Fall umgestürzte Schränke und nochmal so ein Schrank mit ein paar Sachen drinne. Da hinzukommen ist gar nicht so einfach. Oh, ein großer Schritt. Ah, okay. Hier haben wir eine Zeitung für Rasenmäher und irgend so ein Stadtplan. Also ziemlich wild durchgewürfeltes Zeug. Naja, da hinten geht's weiter, aber wir müssten über den Schrank drüber steigen. Vielleicht gehen wir einfach mal hier rum in den Hausflur, damit es einfacher ist für dich, wollte ich sagen. Boah. Boah, du liebe Güte. Meine Güte, was ist denn hier los? Also ich würde sagen, also da muss auf jeden Fall ein großes Loch irgendwo im Dach sein. Meine Güte, der Schwarzschimmel, der wütet ja hier wie sonst was. Ja, Leute, ich bin wieder mal nicht vorbereitet. Wieder mal sehr, sehr, sehr vorbildlich von mir. Macht sowas nicht nach. Schwarzschimmel ist nicht gut, deswegen geht es jetzt auch gleich weiter, damit ich mich hier halt nicht so lange aufhalte. Denn das wäre wirklich keine gute Idee. Also schnell weiter in den nächsten Raum. Und, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ja, ich würde sagen, also wenn man sich mal so den Fernseher anschaut, in einem tatsächlichen Wohnzimmer jetzt, richtig archirustikal hätte ich jetzt fast gesagt, mit solchen Hölzern an den Wänden und an der Decke und mit Balken, die hier auch noch drin verarbeitet sind. Das hat richtig so den Charme irgendwie, ja, einer Art Kneipe oder so. Und abgerundet wird das Ganze, also der ganze Charme, mit so einer Lampe. Ja, das passt tatsächlich wirklich auch zu dem Thema Kneipenstil, finde ich. Ja, das ist ja alles ganz, ganz schön und dann findet man wieder so etwas, was wieder sehr böse und wütend macht. Also mich zumindest. Also erstmal, klar, eine kleine Truhe direkt neben so einem Stühlchen. Und ihr seht ganz klar oben, das hat angefangen zu brennen. Und warum? Das sieht man auch, wenn man da mal so ein bisschen reinschaut. Da sind Teelichter drinne. Also weiß ich nicht, was man wieder dazu sagen soll. Holz kann brennen. Ne? Und ihr habt den Rest von dem Raum hier gesehen. Das ist alles Holz hier. Keine tolle Sache. Also wenden wir uns dann wieder etwas Schönem zu, nämlich so einem Leuchter, der hier unten auf der Erde abgestellt ist. Und ein Blick auf den Fernseher darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist hier Modell Ultramat SL mit einer großen, wahnsinnig großen Fernbedienung. So, ab in den nächsten Raum, vorbei an dem Schwarzschimmel, in diese Richtung. Okay, wo geht es hier hinein? Wir haben erstmal irgend so einen Liegestuhl. Ah, okay. Keine weiteren Fragen. Und sogar mit einer Badewanne. Mit grünen Fliesen. Okay. Und einem ovalen Fenster. Das ist ja auch mal ausgefallen. So, nun aber mal die Treppe hinauf. In den ersten Stock. Also ich traue der nur bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, Hilfe. Also zum einen wegen dem Verfall, irgendwie das Holz macht das Geräusche, keine guten Geräusche. Boah, und wenn man sich das hier mal anschaut, der Verfall ist hier oben ja nun wirklich wahnsinnig fortgeschritten. Also wie schon gesagt, da oben wird wohl mal ein großes Loch entstanden sein. Ich sehe ja auch einen Dachziegel, der hier so runtergekommen ist. Also
Das wird bestimmt nicht mehr lange halten. Und ich fühle mich nur mäßig sicher. Naja, was kann man an der Stelle noch bemerken? Hier ist der Hauptstromanschluss mal gewesen. Wie auch immer die Leitungen hier hochgebracht haben. Auf jeden Fall eine gute Frage, finde ich. Hier kann man auf jeden Fall noch anmerken, der Zähler hat das Datum 1961. Oh, weg, weg, weg. Von den Balken weg. Und einen Blick in den nächsten Raum hineingeworfen. Also, ja, ich weiß nicht, das sieht aus wie so eine Art Gästezimmer vielleicht. Ja, kann sein, kann nicht sein. Hier hat man nochmal einen Blick auf so den Rest der Bausubstanz. Also, hier sieht alles irgendwie, ist zwar aus Stein gebaut, das Ganze, aber irgendwie doch sehr improvisiert oder so. Ja, das kann alles sein oder nicht sein. Ich bin ja kein Bauexperte, aber ich kann euch sagen, wir haben hier noch so einen Gang anscheinend und hier gehen noch Zimmer ab oder irgendwelche Nischen, wie hier beispielsweise. Sieht aus wie so eine Art Abstellraum vielleicht. Ja, nächstes Zimmer. Oh, meine Güte. Also hier hat es aber richtig Fahrt aufgenommen, das Ganze. Die ganze Decke ist runtergekommen. Und hat sich ja anscheinend auf dem Ehebett hier verteilt. Wobei eigentlich im gesamten Raum überall liegen ja so Reste von der Zwischendecke. Tannennadeln sehe ich hier zwischendurch. Und zwischen all diesem Chaos findet man dann hier tatsächlich auch noch, selbst nach der ganzen langen Zeit, persönliche Gegenstände. Wie Wäsche, Hosen und einen Wollpullover. Hier einfach liegt. Ja, was man auch noch zeigen kann, rechts und natürlich auch links neben dem Bett gibt es noch so Nachtschränke, die hier wohl seit Ewigkeiten stehen. Ja, die restlichen Zimmer hier oben sind entweder leer oder einfach nur chaotisch von dem natürlichen Verfall, weshalb wir jetzt uns den Keller anschauen und ja, jetzt gilt es erst einmal die Treppe unbeschadet hier hinunterzukommen. Boah. Ah, geschafft. Oh, okay. Ja, nach der einen Treppe kommt jetzt die nächste Treppe. Oh mein Gott, geht das steil nach unten. Ah, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Das Geländer. Oh, tut mir leid, wenn es wackelt, aber ich versuche hier gerade 5 Dinge mit 2 Händen zu erledigen. Okay, nun im Keller angekommen. Und das Erste, was auffällt, ja, so eine Art Werkbank. Oder was meint ihr? Also zumindest, wenn ich das Ganze hier so überfliege, findet man hier irgendwie so ziemlich alles, was man in einem Haus so vorfinden kann. Also vor allen Dingen Wasserrohre, Hähne, Metallhaken. Das hier vorne wird wohl eine Pfeile sein. Also ja, ich würde sagen, es ist eine Werkbank. Und ich kann mir auch vorstellen, dass derjenige, der hier mal so ziemlich abseits gelebt hat, wohl versucht hat, sehr vieles vielleicht selber zu machen. Auf der anderen Seite findet sich dann auch noch so ein Regal, wo auch wieder jede Menge Schrauben und Muttern und Nägel drin sind. Und auch noch so ein paar Chemikalien. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Nächster Raum. Und wieder ein Ofen. Aber ein richtig alter Ofen mit einem Anzeigeinstrument für Wassersäule. Das kann natürlich vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zum Heißmachen von Wasser mal früher war. Ja Leute, was meint ihr? Also ich vermute einfach mal, das wird hier ein Haus sein, was wahrscheinlich ziemlich kurz nach dem Krieg gebaut wurde, zu der Zeit, wo es also wirklich überall an Wohnraum gemangelt hat und man irgendwie ein Dach über dem Kopf haben wollte. Und ich vermute einfach mal, das wird so eine Art Schwarzbau gewesen sein grundsätzlich, mitten im Wald, mit der Auffahrt, also mit dem Zugang, den ihr gesehen habt. Nebenan ist auch noch eine Wiese, also es kann sein, dass das vielleicht mal irgendwie irgendwas Landwirtschaftliches auch war, aber das ist reine Spekulation. Was ich aber sagen kann ist, ihr habt die Ausstattung hier oder die Einrichtung gesehen und
Das ist alles andere als modern. Also gerade dieser Ofen da hinten zum Wasser heiß machen, möglicherweise Wasser heiß machen. Und das noch bis in die Mitte der 90er Jahre? Kaum vorstellbar, oder? Ja, aber so ist es wohl anscheinend gewesen. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen zu diesem Haus. Und ja, ich denke mal, jetzt geht's weiter. Und mit was geht es weiter? Mit einem kleinen Grund zu feiern. Nämlich, mein Kanal hat jetzt mittlerweile 2 Jahre Bestand. Also vor 2 Jahren, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, ging das Ganze hier in diesem Haus quasi los. Ihr könnt euch gerne mal dazu den Kontrast angucken von meinem ersten Video, was tatsächlich nur online ist, zu dem, was wir heute hier gedreht haben. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen gestellt, weil das Haus ist sehr bekannt und ich kenne es auch, ich war schon mehrere Male hier mit Paul und ich war auch mit Luca hier. Ich habe mir schon gedacht, dass es hier so schlimm aussieht, aber es ist dann auch wieder mal ein bisschen erschreckend. Aber was will man machen? Es ist natürlich der Verfall. Ja, und damit wir alle gemeinsam feiern können, gibt es tatsächlich auch noch etwas für euch zu gewinnen. Und zwar, ihr seht es im Hintergrund schon kräftig leuchten. Die Firma Rolet hat mir dankenswerterweise Taschenlampen zur Verfügung gestellt, die ich an euch verlosen möchte. Hauptsächlich eine Taschenlampe, die ihr vielleicht sicherlich schon kennt, ist relativ neu. Die Perun. Ein Nachbau bzw. eine Weiterentwicklung der H2R. Eine Taschenlampe, die ich also wirklich absolut empfehlen kann, weil sie halt sehr vielfältig ist. Ich habe darüber schon ein Video gemacht. Ich habe das jetzt hier oben irgendwo verlinkt. Das könnt ihr euch gerne hinterher mal anschauen. Die Neuheiten dieser Taschenlampe, also dieser Weiterentwicklung, die möchte ich kurz erklären. Zum einen gibt es hier oben einen Annäherungssensor, also für den Fall, dass man irgendwie zu nah an die Haut rankommt oder so etwas, schaltet die Taschenlampe ab. Eine sehr tolle Geschichte, weil das war ein kleines Problem, glaube ich. Dann ist der Taschenlampenkörper komplett neu geformt worden. Man hat hier also so eine Riffelung. Hier unten ist jetzt eine Handschlaufe, die man anbringen kann, die auch im Lieferumfang dabei ist. Und eine neue Ladetechnik. Also, die lädt sich schnell auf. Und darauf kommt sie teilweise an. Ja, und diese Taschenlampe gibt es jetzt zusammen mit 2 kleinen weiteren zu gewinnen. Die Perun ist natürlich der erste Preis, der Hauptpreis. Zweiter Preis ist dann diese kleine Taschenlampe für den Schlüsselbund, die I1R2, hat 2 Helligkeitsstufen, einmal so, okay, so sieht's aus und das wäre die 2. Helligkeitsstufe. Und zusätzlich im 2. Preis gibt es diese kleine UV-Taschenlampe dazu, das wäre dann die I3UV, mit der man durchaus ganz interessante Dinge sichtbar machen kann, wie zum Beispiel, wie ein Kfz aussehen kann, wenn man mit 5 Personen wie Legehennen quasi aneinander gefercht dann durch die Bundesrepublik eiert und ja, dann findet man halt entsprechende Rückstände dazu. Könnt ihr euch dann, wenn ihr wollt, selber bei eurem Fahrzeug anschauen. Der 3. Preis ist ein kleiner Trostpreis und zwar noch einmal diese UV-Taschenlampe als kleine Spaßgeschichte. Ja. Ansonsten muss ich einfach sagen, ich finde es einfach faszinierend, was aus dieser ganzen Filmerei-Idee geworden ist. Das Ganze hier mit dem Kanaljubiläum fällt ja noch mit einem anderen Superlativ zusammen, nämlich ich habe auf meinem Kanal mittlerweile quasi 1 Million Aufrufe schon. Also quasi 1 Million Menschen haben sich mehr oder minder häufig diesen ganzen Schund angeschaut, den ich hier teilweise treibe. Das finde ich einfach wahnsinnig. Also kann man irgendwie nicht in Worte fassen. Freut mich wirklich. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, dass es euch weiterhin gefällt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr weiter Kommentare schreiben würdet. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, könnt ihr die gerne schreiben. Ich versuche das dann irgendwie umzusetzen. Nicht alles ist möglich. YouTube ist ja quasi das Filmen sozusagen aus der Hand. Ich denke mal, so werde ich es auch weiterhin halten. Also, ja. Ich denke mal, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder und jetzt gibt es noch eins zu sagen, nämlich wie könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen? Ganz zum Schluss. Ich hätte von euch gerne einen Kommentar unter diesem Video mit dem Hashtag Lampe. Also schreibt den Kommentar mit dem Hashtag Lampe drunter. Ihr seid dann automatisch in der Verlosung drin. Die Verlosung geht eine Woche, also eine Woche nach der Veröffentlichung werde ich den Gewinner ziehen, also die glücklichen Gewinner. Und ihr könnt mir dann per E-Mail eure Adresse schicken oder über Instagram
was ihr möchtet. Und dann schicke ich euch die gewonnene Lampe zu. Also, ich würde sagen, bis demnächst. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall. Das muss ich mal hin. Jetzt habe ich mich ganz vergessen. Also, 2 Jahre mache ich das Ganze schon. Es ist unglaublich, wie lange die... Versuch mal zu moderieren, das ist alles hinter Pass, ne? Okay. So, also. Ist es soweit? Warte. Ich weiß nicht, ob ich klar habe. Ich kenne das Problem. Lass es raus, dann ist es weg. Jetzt. Du darfst nicht vergucken. Jetzt. Gut. Man kann natürlich auch nochmal zeigen, was wir hier gerade an Fernsehtechnik aufgebaut haben. Wir haben hier eine Lampe, wir haben dort eine Lampe. Wir haben hier irgendwelches Rotlicht vor sich leuchten und dann die Taschenlampen noch. Das Stativ haben wir hier hingestellt und ja, die Stühle kommen natürlich an den ursprünglichen Platz zurück, wie im Video gesehen. Soll ja alles so bleiben, wie bisher gewesen. Genau. Ciao.